Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, und jetzt wollte ich noch sagen, liebes deutsches Volk, aber da regen sich die Grünen wieder so auf, also lassen wir es. Vor einigen Wochen erging ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach der Stopp der Rundfunkbeitragserhöhung durch den frei gewählten Landtag Sachsen-Anhalt verfassungswidrig sei. Oder mit anderen Worten, das Bundesverfassungsgericht, das zunehmend aus abgelegten Politikern besteht und regelmäßig mit der Kanzlerin liniert, hat aufgrund seiner angeblichen Bestandsgarantie für ARD und ZDF, die übrigens nirgendwo im Grundgesetz zu finden ist, entschieden, dass die frei gewählten Abgeordneten eines Landtags gefälligst Geld zu schicken haben, wenn die Intendanten danach rufen. Oder mit noch anderen Worten, der angeblich staatsferne Staatsfunk kann sich beim Staat das Geld der Bürger erklagen, und wenn die nicht freiwillig zahlen, dann kommen die eben in den staatlichen Knast, wie zum Beispiel Georg Thiel aus Borken. Oder sie werden mit Pfändungen und Ähnlichem drangsaliert, wie mehrere hunderttausend Bürger jährlich alleine in NRW. Ja, meine Damen und Herren, es ist auch nicht übertrieben zu sagen, dass hier mit dem größten und teuersten Staatsfunk der Welt und einer ungeheuren Meinungsmacht mittlerweile so eine Art Staat im Staate entstanden ist, den weder Verfassung noch Grundgesetz kennen und nachdem die Bürger nie gefragt wurden. Deren Antwort wäre übrigens ziemlich klar. 2/3 lehnen nach aktuellen Umfragen diese Gebührenerhöhung ab. Nach einer anderen Umfrage ist rund die Hälfte der Deutschen der Auffassung, eine Rundfunkgebühr von höchstens 0 bis 5 Euro wäre angemessen. Warum Sie alle aber hier so beharrlich am Volksempfänger der Gegenwart festhalten, ist zumindest teilweise nachvollziehbar. Die nicht enden wollende Liebesgeschichte zwischen ARD-Redakteuren und Annalena Baerbock ist zwar angesichts ihrer vielen Fehltritte ein wenig abgekühlt, aber dass Tina Hassel, die Chefin des ARD-Hauptstadtstudios, sich angesichts einer kritischen Frage in den Staub werfen und bei ihr entschuldigen muss, zeigt, wer hier die Hosen anhat. Interessanter ist dagegen, warum die CDU das System so beharrlich verteidigt. Wir werden es ja gleich wieder hören. Immerhin lernt sie ja gerade, dass die Liebe, die der ein oder andere Redakteur zur Union empfand, wohl eher eine Liebe zu Frau Merkel war. Etwas Licht ins Dunkel bringt da ein Bericht der Welt über den WDR-Häftling Thiel. Man hatte bei allen Fraktionen hier im Landtag angefragt, außer uns wollte sich keiner äußern, zumindest nicht mit Namen. Und ich zitiere aus dem Bericht: Warum warb keine der 4 Parteien für eine Geste der Entspannung, für eine vorzeitige Entlassung Thiels? Warum machte niemand ein bisschen Großmut auf? So fragt ein führender Christdemokrat aus NRW. Seine Vermutung, die Angst vor dem Unmut des Öffentlich-Rechtlichen sei groß. Namentlich möchte er allerdings nicht genannt werden. Im Klartext, die CDU hat die Hosen voll. Sie möchte schließlich nicht die Zielscheibe des sogenannten Haltungsjournalismus werden, wie er meist meine Partei üblicherweise trifft. Man braucht die Airtime in den Talkshows oder in den Nachrichtensendungen, denn anders erreicht man die zunehmend geriatrische Wählerschaft halt nicht. Das ist ziemlich armselig. Und wo wir gerade bei armselig sind, kommen wir dann zur FDP. Die hat in ihrem Namen unter dem schönen Titel Nie gab es mehr zu tun, eine ganze Seite dem Thema öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewidmet und der Reform. Und damit machen Sie jetzt Wahlkampf. Liebe FDP, Sie regieren hier jetzt über 4 Jahre. Sie regieren in Rheinland-Pfalz, Sie regieren in Schleswig-Holstein und neuerdings regieren Sie auch noch in Sachsen-Anhalt. Und was haben Sie in der Richtung Reform des Öffentlich-Rechtlichen unternommen? Nichts. Null. Nada. Schlimmer noch, Sie stimmen hier auch alles nieder, was auch nur die kleinste Reform bedeutet. Ja, Sie haben sogar, wir haben es ja selber hier zur Abstimmung gestellt, gegen Ihr eigenes Programm gestimmt. Liebe FDP, vielleicht schreiben Sie sich in Zukunft lieber die Wahrheit vorne aufs Programm, dann würde es vermutlich so aussehen, nie wurde mehr gelogen. Meine Damen und Herren, machen Sie sich nichts vor, mit dem Urteilsspruch aus Karlsruhe ist diese Debatte nicht zu Ende. Sie fängt gerade erst an und wir,
die AfD werden sie hier und überall ins Parlament tragen, immer und immer wieder, wie es die Bevölkerung verlangt. Vielen Dank.